Liebe Künstlerinnen Pessi Giersch und Cornelia Renz, liebe Moderatorin Antje Eiger und liebe Salongäste, zu unserem heutigen Salontreffen digital möchte ich alle Anwesenden recht herzlich begrüßen. Wir haben unseren üblichen Montagstermin auf den heutigen Abend vor dem Internationalen Frauentag vorverlegt. Der Internationale Frauentag entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen. Erstmals fand der Frauentag am 19. März 1911 statt und ab 1921 in jedem Jahr. Das genaue Datum wählten die Vereinten Nationen im Internationalen Jahr der Frau 1975 zum Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden und richteten erstmals dazu am 8. März eine Feier aus. Das Motto des Internationalen Frauentags für 2021 lautet Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Künstlerinnen müssen sich ebenfalls zu Leadership in der Kunstszene durchsetzen. Das war schon zu Zeiten Camille Claudels so, die sich Ende des 19. Jahrhunderts von Rodin emanzipieren musste. Und das reicht bis in die heutige Zeit, wo weiterhin meist männliche Künstler, männliche Regisseure und so weiter bekannt sind. Wir haben daher für heute das Motto Gewalt und Feminismus in der Kunst gewählt. Es geht um ungleiche Herrschaftsverhältnisse und um die Spiegelung genderspezifischer Rollenzuschreibungen in der Kunst. Feministische Kunst ist nicht gleichzusetzen mit Frauenkunst oder weiblicher Kunst und nicht jede Kunst von Frauen ist feministisch. In der feministischen Kunst befassen sich die Künstlerinnen explizit mit weiblicher Identität sowie kollektiven Erfahrungen von Frauen und setzen sich mit den konventionellen Geschlechterkonstruktionen und Kunstnormen auseinander. Am heutigen Abend werden wir nicht alle Antworten auf die Fragen zu Feminismus in der Kunst finden, aber es wird eine reich bebilderte Auseinandersetzung. Sie als Publikum können später gerne Ihre Fragen in dem Tool Fragen und Antworten stellen oder auch im Chat äußern. Antje Eiger, die vor kurzem ihr Studium als Kuratorin am Academic College of Tel Aviv abgeschlossen hat, stellt uns die Künstlerinnen Pessi Giersch und Cornelia Renz näher vor. Sie gibt uns eine Einführung in das Thema mit ihrer virtuellen Ausstellung zur künstlerischen Darstellung von Waffen in Frauenhänden. Ich übergebe nun sehr gerne an unsere Moderatorin. Ja, guten Abend, auch meinerseits. Ich begrüße unsere Zuhörer, unsere Zuschauer, die sich nicht nur aus Tel Aviv, Haifa, Jerusalem zugeschaltet haben, sondern auch aus Berlin, aus Hamburg, aus New York, aus Kroatien und vielleicht noch aus vielen anderen Orten. Ich komme gerade eben von einem anderen digitalen hybriden Projekt, Kunstprojekt auch, und das die Stadt Tel Aviv zusammen mit der Stadt Frankfurt macht, zwei Partnerstädte. Da geht es um eine hybride Web-Residency und das ganze Programm ist von Dr. Sonja Müller kuriert und zum Thema Pandemie und Home. Also es lohnt sich auch, das mal anzusehen. Aber jetzt zu unserem Thema. Und zwar ist das Thema Frauen und Gewalt. Gewalt gegen Frauen, aber auch Gewalt von Frauen. Das Durchbrechen von Stereotypen und Zuschreibungen. Und Frauen sind natürlich auch Opfer der Gewalt, aber vielleicht auch setzen wir den Schwerpunkt woanders. Mal sehen, wo uns der Abend hinführt. Wir fangen erstmal an mit einer Präsentation. Das ist eine virtuelle Ausstellung, die ich zusammengestellt habe zum Thema Kunst und Waffen. Und bei der Recherche habe ich gesehen, dass es gar nicht so viele Kunstprojekte gibt zum Thema Frauen und Waffen. Und die Ausstellung umfasst also sämtliche Medien, das ist Bildhauerei, Malerei, Film,
Foto, Installation, Scherenschnitt. Und es sind nicht nur Arbeiten von Künstlerinnen, sondern auch von Künstlern. Und weil Feminismus eigentlich oder nicht das Anliegen nur von Frauen ist, sondern überhaupt die Gesamtgesellschaft betrifft. Und ja, jetzt schalte ich mal kurz als Teaser, bevor wir anfangen mit der Diskussion an, fange ich an mit der Präsentation. Lass die kurz durchlaufen. Dann versuche ich das nachher zu teilen. Und zwar fangen wir dann mit der Künstlerin Cornelia Renz an. Ich stelle sie kurz vor. Cornelia Renz kommt aus Kaufbeuren, aber sie arbeitet in Berlin und Jerusalem und hoffentlich bald auch in Tel Aviv, wenn die Corona das möglich macht. Conny hat Kunsterziehung, Kunstgeschichte und Psychologie studiert und vielleicht wird das uns heute zuträglich sein bei der Diskussion. Und später hast du erst Malerei und Grafik studiert bei Sikat Gille und Neo Rauch in Leipzig. Und ich muss sagen, man sieht den Einfluss noch, aber es ist irgendwo die weibliche Version, finde ich, von zumindest was die Farbwahl betrifft, sieht man den Einfluss von Gille und auch die Intensität des Bildes oder die Überlappungen eigentlich der Bilder. Conny hat sehr viele Preise erhalten, Stipendien und darunter auch ein Atelierstudium im Art Cube der Stadt Jerusalem, wo wir uns kennengelernt haben. Und heute hat sie ihr Studio im Industriegebiet auf dem Weg zum ehemaligen Flughafen Berlin-Tegel. Auch ein ganz interessantes Projekt. Vielleicht gehst du darauf noch ein, weil es ja ein Künstlerkollektiv ist irgendwo. Und also sie hat ausgestellt in Berlin, Frankfurt, New York, Tel Aviv, Prag, Melbourne und Paris und noch an vielen anderen Orten. Und ihre Arbeiten sind sehr großformatig, collagenartig und mit Pigmentstiften auf Acrylscheiben gemalt und überlappt und beeinflusst auch von der Pornografie, von Comics und kontrastiert mit Blumenmustern, vielleicht auch kindlichen Bildern und auch Waffen. Und damit kommen wir zum Thema des heutigen Abends, Conny, und ich übergebe das Mikrofon erstmal an dich. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Antje. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für die schöne kurze Einführung. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo in die Runde. Ich versuche jetzt meinen Bildschirm zu teilen und bitte gib mir kurz Bescheid, Antje, falls das nicht klappen sollte. So, ich beginne meinen Vortrag mit einem Selbstporträt von mir aus der Studienzeit. Als Studentin der Malerei begann ich, mich für die Fotoalben meiner Familie zu interessieren. Ich untersuchte malerisch, wie die alltäglichen Momente, die auf den Fotos festgehalten wurden, zu einer Art Bilderbuchgeschichte wurden. Als Kunststudentin war ich als junge, alleinerziehende Mutter in einer ähnlichen Situation wie meine eigene Mutter vor 20 Jahren. Das ist jetzt ein Porträt meiner Tochter Anna. Die für die Alben ausgewählten Fotografien zeigten aber in erster Linie freudige oder festliche Momente des Lebens. Selten Momente der Trauer, keine des Schmerzes. Vom Schmerz zeugten nur die Leerstellen in den Alben. Unliebsame Fotos wurden aus den Alben herausgerissen. Meine eigenen flüchtigen Erinnerungsfragmente aber waren viel, viel ambivalenter. Sie wurden wieder lebendig, als ich meine eigene Tochter großzog während des Studiums. Ein Porträt von mir wieder. Die gestische, ruppige Malerei half mir, hinter den idealisierten Erinnerungen einer Bilderbuchfamilie die Erinnerungen freizulegen, die in den Schichten darunter lagerten. Ich begleitete in meinen Arbeiten auch das Heranwachsen meiner Tochter. Aus dem Mädchen wurde eine junge Frau. Mit ihrem Eintritt in die Pubertät begannen mich die Fragen zu beschäftigen, warum mit dem Eintritt in das Erwachsenenleben, vor allem bei Mädchen, der Verlust der Unschuld sexuell konnotiert ist. Das Strafrecht, zumindest in Deutschland, beruht auf dem Schuld- und Verantwortungsprinzip. Erst ab dem Erreichen der Pubertät wird dem Menschen zugetraut, dass er bewusst anderen schaden kann
und daher für diese Handlungen die strafrechtliche Verantwortung übernehmen muss. Wer also gewalttätig wird, verliert seine Unschuld. In der sexuellen Konnotierung verrät sich ein starkes Interesse am Erwachen der Lust von Mädchen und dem Aspekt von Gewalt, wenn mädchenhaftes Begehren auf männliche Lust trifft. Der zerbrochene Krug im Original ist eine Arbeit von Jean-Baptiste Greuze vom Ende des 18. Jahrhunderts. Es zeigt ein Mädchen in der Pubertät, das weiße Kleid lediert, die rechte Brust ist entblößt. Der zerbrochene Krug in ihrer Hand steht für ihre verlorene Unschuld. Was auch immer passiert war, darüber erzählt das Bild nichts. Offensichtlich ist das Mädchen zu tadeln. In meiner Arbeit hier, die sich ebenfalls der zerbrochene Krug nennt, wird die personifizierte Unschuld erschossen. Von einem Mädchen wiederum. Die Museumsleiterin Barbara Steiner schrieb dazu: Renz packt den Mythos vom kleinen unschuldigen Mädchen an der Wurzel und attackiert damit auch ein männliches Konstrukt von Realität, das im Laufe der Zeit zu einem natürlichen Bild des Realen wurde. Sie hebt damit die Motorhaube der Unschuld auf und lässt uns den Motor darunter sehen. Dieses Thema hat mich eine ganze Weile beschäftigt. Und Sie sehen hier noch weitere Beispiele. Dies ist eine Radierfolge, die nennt sich 10 kleine Mädchen. Der Titel ist eine Anlehnung an Kinderbücher, die damals noch mit 10 kleine Negerlein betitelt wurden, aus einer Zeit, als Rassismus noch nicht thematisiert wurde. Diese 10 kleinen Negerlein gingen im Laufe der Zeit, also im Laufe des Bilderbuchs, verloren bei einer Reise. Erst das eine, dann das zweite, dann das dritte. Bei manchen Büchern waren am Schluss alle verschwunden, bei manchen Büchern kamen am Schluss alle 10 wieder, tauchten auf aus heiterem Himmel. Ich habe das übersetzt in die 10 kleinen Mädchen. Jeweils eins erschießt ein anderes und wird daraufhin im zweiten Blatt selbst erschossen. Diese Serie habe ich später dann nochmal weiterverarbeitet und kollagiert. Und hier sehen Sie wieder ein Selbstporträt. Ich verwende mich gerne in meinen Bildern, um nicht draußen vorzubleiben, sondern Teil meiner Bildwelt zu werden. Hier ist eine Zeichnung zu dem Thema der Umkehrung des Blickes. So oft eben werden Frauen und auch Mädchen in der Kunst als diejenigen gezeigt, die angeschaut werden, die da liegen passiv. Und hier dieses Mädchen in Uniform guckt wiederum den Jungen an, der ein Kleid trägt, das ihm vom Wind nach oben geweht wird. Hier eine weitere Umdrehung, ein weiterer Genderbänder. Die Jungs im Hintergrund stehen in Kleidern und gucken, wie die zwei Mädchen Waffen bedienen. Gestern hatte ich das Glück, bei einem Webinar zu der Veröffentlichung des Oxford Handbook of Gender, War and the Western World since 1600, herausgegeben von Karin Hagemann, dabei zu sein. Diese Vermischung oder diese Frage nach Gender im Krieg, die nicht mehr die Frauen von vornherein ausschließt oder als das passive Andere bezeichnet, wird gerade aktuell sehr diskutiert. Hier eine meiner Versionen dazu. Das Mädchen, ein Funkenmariechen, das erkennt man an dem Hut. Und das Funkenmariechen ist einfach eine sexualisierte Uniform, reitet auf einem Pferd in der Pose der klassischen Herrscherporträts, die meist eben auf dem sich aufbäumenden Pferd gezeigt werden. Das eigentliche Vorbild ist ein Bild von Jacques-Louis David, Napoleon am St. Bernhard von 1802. Die Krankenschwester hier unten, Sie sehen das Rote Kreuz, versucht vergeblich, das Pferd zu bändigen. Es trampelt über die am Boden liegenden Kinderleichen. Das nächste Bild, wieder ein kleines Mädchen versteckt, zeigt deutlich die Fokussierung auf das Geschlecht und die Pornografisierung des Ganzen. In der Kunst gibt es ganz viele Bilder und auch Grafiken, die sich damit beschäftigen. Hier eine Grafik von Francisco de Goya, das Blatt Nummer 10 von Los Disparates. Dort entführt der schwarze Hengst, die Frau. Hier bei diesem polnischen Künstler wird das Ganze noch etwas weitergeführt. Man weiß nicht mehr genau, ob die Frau entführt wird oder einfach vielmehr auf einer Woge der Lust schwimmt.
Ist hier die Lust der Frauen so unbezähmbar, dass sie befürchtet werden muss? Solche Bilder waren Anlass für mich für dieses Thema, also für dieses Bild, das den Titel Hengst trägt. Wie man hier sehen kann, wenn man ganz genau hinguckt, die Hauptfigur ist wieder ein Selbstporträt von mir und ich trage ein Strap-on, also ich bin der Hengst. Im Hintergrund sehen Sie auch nochmal eine Pferdefigur und die Figur oben, das Bild, der Hengst, quasi der Hengstkopf oben, Running Wild, die Figur zeigt, wie entsetzt sie über dieses ganze Vorgehen ist. Hier eine zweite Fortsetzung desselben Themas mit dem Titel Fury. Das entstand für eine Ausstellung in Jerusalem, die ich kuratiert hatte. Zusammen mit Tamar Gisban-Greenberg. Das ist eine Ausstellung, die nennt sich Beside a Heroine. Ich gehe später noch drauf ein. Das ist auch eine der vielen Vorlagen, die ich verwendet habe. Linda Bengleys Portrait von ihr selbst, das war eine Annonce im Kunstforum 1974, gab einen Riesenskandal. Sie hatte letztlich dasselbe gemacht wie ein männlicher Kollege von ihr. Sie hatte geworben mit einer großen Annonce im Kunstforum für eine Ausstellung, die ansteht. Sie hat aber natürlich das Thema der Männlichkeit sehr ironisch verwendet. Das ist eine Arbeit der Serie Good Evil. Die Serie beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Grundlagen unseres Verständnisses von richtig und falsch und auch wieder unterschwellig mit der Frage, warum Gewalt oft leichter akzeptiert wird als Sexualität, vor allem wenn Sexualität von Frauen thematisiert wird. Sie beschäftigt sich auch mit der Desorientierung von uns allen nach der Auflösung tradierter Rollen in unserer global vernetzten Welt. Sie beschäftigt sich mit widersprechenden moralischen Parametern, religiösen und politischen Ideologien und sozialen Entwürfen. Ganz oft beobachten wir heute, dass dieser Unübersichtlichkeit durch radikale Vereinfachung begegnet wird. Einfache Antworten auf komplexe Fragen, das Erstarken populistischer Parteien und Führerfiguren. Die Schlagworte, die Sie hier auf den Bildern sehen, deuten eben diese Vereinfachung an. Sie werden aber immer von sehr komplexen Bildmotiven begleitet. Wichtig ist mir, das ist jetzt so ein bisschen der Spoiler-Alarm, aber ich weise immer darauf hin, auf die Ironie der Verteilung in der Festlegung. Überall da, wo Frauen aktiv Sexualität behandeln, wird es als Evil benannt, Gewalt und Unterdrückung von Frauen durchaus als gut. Hier bekommen Sie einen ganz kleinen Einblick in meine Arbeitsweise. Antje hatte das vorher schon gesagt, ich arbeite sehr viel mit Collage. Ich verwende Vorbilder und setze sie in einen neuen Kontext und dekonstruiere sie damit. Also hier sind ein paar Vorbilder zu dem Bild, was Sie eben sahen. Bali Export, die kennt man auf den Bildern immer alles, was sie macht. Wenn sie dargestellt ist, ist es natürlich schlecht. Und hier ein ganz, ganz kleiner Einblick in eine Diskussion, die in der Kunstwelt eben genau um diese Fragestellungen geht. Es ist die Zeit zu knapp, darauf einzugehen, aber es ist ein kurzer Hinweis darauf. Hier jetzt wieder zurück zu der Serie. Eine andere Form der Darstellung, andere Form der Verteilung von Gut und Böse, aber auch hier zieht es sich durch, dass die Gewalt eigentlich immer als gut bezeichnet wird. Ich habe eine ganze Ausstellung mit dem Thema It's okay, dieser Frage nach der Gewalt und der Akzeptanz von medialer Gewalt gewidmet und aber auch nach dem Verhältnis von Spiel und Gewalt. Auch hier in dieser Arbeit ist wieder ein Vorbild von mir verwendet aus dem Internet, das ich gefunden habe. Das zeigt zwei afghanische Jungen beim Kriegsspielen und aber auch nach Kindern und Waffen. Also hier sehen Sie unten, das ist ein kleines Mädchen, trägt eine Waffe, das ist quasi Bravo. Das hat auch wiederum ein Fundstück aus dem Internet. Es gab eine ganze Serie zu amerikanischen Jungs und Mädchen, die mit Waffen posierten. Die Mädchen hatten dann meist rosane und die Jungs himmelblaue. Hier ist eine Arbeit, die in Jerusalem entstand, alt-neu. Eine Arbeit zu zionistischen Vorbildern, zu Landaneignung, zu Fortpflanzung und zu unterschwelliger Gewalt, aber auch
eine Arbeit dazu, wie Erinnerungen nicht einfach vorbei sind, sondern in die jetzige Zeit mit einfließen. Diese Arbeit war auch zu sehen, wie die Arbeit davor, Fury, in dieser Ausstellung Beside a Heroine, die ich zusammen mit Tamar Gisborne-Greenberg kuratiert hatte und die zu sehen war in der New Gallery in Jerusalem. Sie beschäftigte sich mit Antiheldinnen, einer neuen Art der medialen Repräsentation von Frauen, die in Fernsehserien wie Homeland oder A Good Wife auftauchten. Sie lehnen die moralischen Erwartungen ab, die die Gesellschaft an weibliche Vorbilder und durch sie an Frauen im Allgemeinen stellt. Die Antiheldin ist eine komplexe und manchmal verblüffend aggressive Frau, die Merkmale mythischer Gestalten der Vergangenheit wie der Schicksalsgöttinnen, der Hexen oder Amazonen trägt. Bei dieser Arbeit hiervor sagte ich ja schon, dass sie sich auch damit beschäftigt, wie Erinnerungen, wie Vergangenheit einfließt in die Gegenwart. Meine Zeit in Israel hat natürlich Auswirkungen gehabt auf meine Arbeit. Und jetzt kommen wir zu einer Ausstellung, die momentan noch läuft, die sich auch mit Gewalt beschäftigt, aber auf eine ganz andere Weise. Sie beschäftigt sich, die Ausstellung heißt Heimspiel, featuring Raya Buckenthal, Rafat Hatab und Yara Kassim Mahayena, drei israelische KünstlerInnen, die ich eingeladen hatte zu meiner Ausstellung. Und die Ausstellung fragt nach der Zufälligkeit der Heimat, nach Identität, nach Zugehörigkeit und nach gewaltsamem Ausschluss. Hier gehe ich ganz kurz auf die rechte Arbeit ein. Links, ganz links sehen Sie die Arbeit von Yara Mahayena im Hintergrund, das Video. Bei der rechten Arbeit, an einem Haken hängt ein Kleiderbügel. Auf dem Kleiderbügel hängt eine schwarze Anzugsjacke. Der Kleiderbügel ist aus Buchsbaum gedrechselt, eine Spezialanfertigung für die Arbeit. Warum aber Buchsbaum? Mitte der 1930er Jahre gab es in meiner Heimatstadt Kaufbeuren nur noch einen ansässigen Kaufbeurer jüdischen Glaubens, den Kaufmann Ernst Buchsbaum. Er betrieb noch bis 1938 ein Textil- und Damenkonfektionsgeschäft. Er wurde 1938 ins KZ Dachau eingeliefert. Ihm wurde vorgeworfen, gegen das Blutschutzgesetz verstoßen zu haben. Angezeigt hatte ihn der Kreisamtsleiter für Handel und Handwerk, der Buchsbaum kurz davor schriftlich aufgefordert hatte, sein Geschäft in arische Hände zu übergeben. Das Verfahren wurde im Dezember des gleichen Jahres mangels ausreichenden Nachweises eingestellt. Was wirklich erstaunlich ist, dass das in Deutschland in der Zeit überhaupt noch mal eingestellt wurde. Entlassen aus Dachau wurde Buchsbaum allerdings erst im Februar 1939. In der Zeit seiner Inhaftierung löste sein Bruder das Geschäft in Kaufbeuren auf. Der Erlös war natürlich weit unter Wert. Ernst Buchsbaum selbst erhängte sich am 19. April 1940. Eine Ausstellungsansicht, die Arbeit O von Raya Buckenthal und Huria von Rafat Hatab. Beide beschäftigen sich in ihren Videos unter anderem auch mit der Tätowierung, die gleichzeitig Zugehörigkeit und Ausschluss bedeutet bei ihnen. Und hier jetzt zum Schluss sehen Sie den Anfang einer Arbeit, den Eingang in einen Raum. Die Arbeit heißt Heimat los und spielt eben mit los als Wahlmittel und aber auch als Verlust. Hier nochmal ein Einblick. Die Figur links auf, aber auch die Figur, die gleiche Figur sehen Sie in der Arbeit Funny Games, entstand dem Spiel Juden raus, einem Ende 1938 bei Günther und Co. in Dresden erschienenem antijüdischen Brettspiel. Es ist eine Mischung aus Mensch ärgere dich nicht und fang den Hut. Spielziel ist es, durch Würfeln sechs durch Hüte als Juden gekennzeichnete Holzfiguren aus der Stadt auf einen Sammelplatz außerhalb der Stadtmauern für den Transport nach Palästina zu schicken. Hier zum Abschluss noch eine der Arbeiten aus der Ausstellung in dem gleichen Raum, die speziell auch für diese Ausstellung entstanden ist. Hier können Sie wieder sehen an den blonden Zöpfen. Die greifen die blonden Zöpfe der Mädchen auf, die am Anfang so aggressiv auf ihre Genderrollen reagierten. Hier dieses Mädchen, die Arbeit heißt Liesel Gretel,
Das Liesel Gretel ist eine groteske Mischung aus kleinen Mädchen und Wolpertinger. Wolpertinger ist ein Sagentier aus meiner Heimat, ist eine Mischung aus Hase und diversen anderen Tieren. Er trägt ein überdimensioniertes Geschlecht mitten im Gesicht. Dieser Figur liegt das Blatt mit dem Titel La Filiation, die Abstammung der Radierfolge Los Caprichos von Francisca de Goya zugrunde. Nicht nur in ihr beschäftigt sich Goya mit Herkunft und spielt mit der Analogie von großer Nase und männlichem Geschlecht. Im Hintergrund in Schwarz-Weiß sehen Sie eine Ansicht des Lagers Riederloh II, ein KZ-Außenlager von Dachau in Steinholz bei Kaufbeuren. Dass ich mich mit dieser speziellen Kaufbeurer Geschichte in der Nazizeit beschäftige, hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass ich die letzten Jahre in Israel gearbeitet habe. Es hat aber auch damit zu tun, dass Kaufbeuren selber gerade seine eigene Vergangenheit aufarbeitet und mit Bürgern zusammen eine Ausstellung entwickelt hatte, wo ganz viele Artefakte zu sehen waren, die dann Inspirationen für diese Bilder waren. Hier zeige ich die Gewalt letztlich sehr viel indirekter als bei den anderen Arbeiten. Es ist aber einfach so, dass sie gerade mit dem Erstarken der rechten Parteien Gewalt auch etwas ist, was in der Gesellschaft auch ganz unterschwellig liegen kann. Und hiermit bin ich jetzt am Ende und übergebe entweder an Antje oder ja. an... Gibt's halt. Vielen Dank, Conny. Wir kommen nachher noch drauf zurück und auch wer im Publikum ist, unsere Zuhörer, Zuschauer sind aufgefordert, im Chat die Fragen zu stellen, falls es die gibt oder auch bei Q&A. Und jetzt, ich werde nachher am Ende nochmal versuchen, meine Ausstellung hochzuladen, aber jetzt gehen wir erstmal zu Percy Giersch. Percy Giersch ist in Deutschland, in München bist du geboren, nicht Percy, oder? In München geboren und sie wanderte zusammen mit ihrer Mutter und vier weiteren Geschwistern nach Israel aus. In Israel hat sie bei Rudi Lehmann zunächst einmal Bildhauerei studiert. Vielleicht sagst du auch noch über Rudi Lehmann was. Ich weiß es nicht, ob das relevant ist für unser Thema. Und hat dann ihren Wehrdienst in der israelischen Armee geleistet und ist dann, hat nochmal Malerei bei Josef Schwarzmann studiert und in Deutschland auch wieder studiert. 1977 ist sie nach Israel zurückgekehrt und dann mit ihrem Mann 2 Jahre nach Zaire gegangen. Dort ist auch ihre Tochter Kaipu geboren. Und Kaipu ist auch Modell für einige ihrer frühen Fotografien gewesen und hat auch die Hauptrolle in einem der israelischen Filme gespielt. Und später hat Percy dann ihr Medium gefunden, nämlich die Fotografie, hat Fotografie noch im Midrasha in Ramat HaSharon studiert. Percys erste Fotoausstellung war und hier ausgerechnet im Goethe-Institut, kurierte von Amos Dolev. Und seitdem hat sie zahlreiche Solo- und Gruppenausstellungen in Israel, Deutschland und auch in anderen Ländern gehabt. Und zurzeit ist gerade eine Installation aus Enzyklopädie Judaica zu sehen in der Biennale des Haaretz-Museums. Und Percy ist mit ganz vielen Preisen ausgezeichnet worden, darunter auch der Preis des israelischen Kulturministeriums. Sie ist Professorin für Fotografie an der Universität Haifa und wird in München, glaube ich, von der Galerie Hasenclever vertreten. Percy wird ihre Arbeiten jetzt gleich selbst vorstellen, mit dem Blick auf unser Thema und auf ihre fotografierten Modelle vielleicht eingehen und auch die Reihe Naturis Mortis, Stillleben toter Tiere, vorstellen. Bitte sehr, Percy. Danke, guten Abend allen. Ich wusste schon als kleines Kind, dass ich einmal Künstlerin werden möchte. Und seit je ich mich erinnern kann, habe ich gemalt und eigentlich habe ich mehr gemalt und gezeichnet, um ein braves Mädchen zu sein und die Eltern nicht zu stören.
Meine Eltern sind Holocaust-Überlebende aus Dachau und Stutthof. Und ich bin mit 14 nach Israel übersiedelt. In Deutschland sind wir sehr oft in Museen gegangen. Und als kleines Kind hatte ich natürlich gedacht, dass diese ganzen Malereien von Jericho, von Goya, dass das alles Wirklichkeit ist. Oder Rembrandt. Ich habe nächtelang nicht geschlafen wegen dieser Dunkelheit und diesem Licht. Und jetzt würde ich Ihnen gerne etwas vorlesen. Und danach zeige ich Ihnen meine Arbeiten. Ich würde sagen, vielleicht machen wir ein anderes Bild. Moment mal. Das könnte es sein, zum Beispiel, ja. Oder sagen wir mal das. Okay. Ich könnte noch voraussagen, dass meine Arbeiten am Anfang, wo ich also mit Fotografieren angefangen habe, ich war eigentlich, ich habe mit Bildhauereien zu tun gehabt, die ersten Jahre. Ich habe auch in der Akademie Bildhauerei studiert und irgendwann habe ich gespürt, dass dieses Figurative mir nicht mehr zutut und zufällig, aber wirklich ganz zufällig, während meinem Studium in Israel bin ich auf die Fotografie gestoßen und habe dann gefühlt, dass Fotografie eigentlich so viel schwerer ist mit der Wirklichkeit zu tun zu haben und sie auf irgendeinen Status, auf eine Bühne zu stellen, die dann Kunst wird. Das kam mir so schwer vor und für mich war es einfach irgendwie, dass ich das, die Bildhauerei, wo ich gedacht habe, sowieso alles, was man mit Ton macht oder irgendwie, das ist dann gleich Kunst. Ob es jetzt gute Kunst ist oder keine gute Kunst. Und so habe ich mir vorgestellt, mit Fotografie ist es was anderes. Und nun möchte ich Ihnen was vorlesen, da ich mit meinem Deutsch nicht so sehr zurechtkomme, nach so vielen Jahren. Und also, mein Blick ist meist nach unten gerichtet. Er sucht immer, er schaut hinab in das Unbewusste. Eine Geste des Beugens und der Hilfestellung kleiner und schwächeren Kreaturen gegenüber. Einbetten in eine bessere Welt. Vielleicht ein weiblicher wahrnehmender Blick, der mit den Jahren tiefer und klarer wird. In unserer patriarchalischen Gesellschaft leidet jede Frau und gibt es ihren Töchtern als Opfer und ihren Söhnen als Täter unbewusst weiter. Dieser Prozess der Übertragung wird transgenerationelle Transmission genannt, ein bekannter Prozess, der in der Psychoanalyse beschrieben wird. Opferstatus und Trauma wird von Generation zu Generation meist weitergegeben. Die Opferhaltung war für mich immer schon bedeutungsvoll. Den Hals reichen ist eine Geste der untertanen Tierwelt. Sie repräsentieren die Herrschaft des Menschen.
Diese Geste kommt oft in meiner ersten Serie mit meiner Tochter vor. Die erste Serie, die heißt Die Aura des Fotografierten. Diese Geste habe ich immer wieder in Variationen verewigt. Pessi? Ja? Pessi, du wirst gebeten, unten das Champagnerglas anzuklicken, damit man den Bildschirm voll sieht. Damit man also okay. den Rand nicht drumherum hat. Okay. Wo haben wir es? Vielleicht. Das ist so ein, wie sieht aus wie ein Champagnerglas mit. Aber einem, ich sehe es jetzt gerade. Na, dann lass es sich. Ich könnte mal. Bessie, dann lass es. Okay. Gut. Nun. Und was wollte ich nun sagen? Ich fange noch mal diesen Satz an. Diese Geste habe ich immer wieder in Variationen verewigt. Und erst im Nachhinein verstand ich meine Arbeiten. Das Foto wusste schon vor mir. Das Foto ist weiser als ich. Der Ausgangspunkt meiner Arbeit sind die Wirklichkeit und die Umwelt. Sie übertreffen jede Imagination. Ich modelliere Situationen mit Tieren, mit Menschen, mit Büchern. Mein Studio ist überall. So entsteht ein Archiv meiner Gefühlswelt. Den Tieren erbaue ich ein neues Dasein. Die Ästhetik und die heilige Symmetrie soll ihren Hilfeschrei lauter klingen lassen. Als gleichwertige Lebenswesen kommen sie mir wie Kinder vor. Opfer ihrer Eltern. Missbraucht, vernachlässigt, geplagt, gejagt, falsch gehalten, gefangen, erschossen, von Menschenhand direkt oder indirekt getötet, erhalten sie von mir eine würdige Beisetzung und Zeit miteinander, Quality Time, Wiedergutmachung und Entschuldigung. Und jetzt kann ich Ihnen meine Arbeiten zeigen. Und so werden Sie wahrscheinlich auch, also das ist dieser Hals hinhalten. Moment. Das ist meine Tochter. Bei meinen Arbeiten kriege ich immer oft so Geschenke, wie ich sie nenne, und auf die ich auch warte. Sachen, die passieren, die ich im Vorheraus nicht entdeckt habe oder nicht wahrnehmen konnte. Das sind zum Beispiel so wie hier diese Flügel vom Licht, die sie zu einem Engel gemacht haben. Und so passiert mir, dass jedes von meinen Fotos fast geschieht irgendetwas, wo ich verstehe, ich bin nicht Herr meiner Arbeiten. Also es ist immer irgendwie von oben habe ich eine Hilfe und kriege ein Geschenk. Diese Arbeiten habe ich alle sehr intuitiv gemacht und eigentlich gar nicht richtig verstanden, was ich fotografiere. Ich hatte so Bilder vor meinen Augen und ich habe sie visuell umgesetzt, bis ich ganz zum Schluss verstanden habe, erst nach einigen Jahren, dass ich diese ganzen abgehackten Körperteile oder das sind alles meine, wie soll ich sagen, das sind so wie Holocaust-Bilder, die ich heimlich als Kind gelesen habe bei meiner Großmutter. Und natürlich gibt es auch hier, ich habe oft, also
Katastrophen, die durch Menschenhand oder aber auch durch halt das Wetter gemacht wurden. Das ist zum Beispiel Nava Elimelech, wer hier in Israel lebt, der kann sich vielleicht erinnern, dass vor sehr, sehr vielen Jahren wurde ein Kopf im Wasser gefunden und bis heute wurde dieser Mord nicht, also man weiß nicht, wer das getan hatte. Dieses war ungefähr das letzte Bild, das ich fotografiert habe, wo mir dann klar wurde, über was ich eigentlich rede. Diese Arbeiten habe ich dann bei einem Stipendium in Deutschland angefangen, 96. Das sind alles Tiere, die, wo ich schon gesagt habe, von Menschenhand getötet wurden. Oft erscheinen mir wie heißt das, Bewegungen sehr weiblich. Die sind kleine Küken, das sind eigentlich männliche Küken. Die sind ausgesucht worden und die tut man später töten, vergasen, weil man sie nicht braucht. Und die habe ich bei einem Tierpräparator gefunden, der seine Vögel damit gefüttert hat, seine Geier oder sowas. Und dann plötzlich sah ich, dass diese männlichen Küken haben eigentlich eine total weibliche, wie sagt man, eine solche weibliche Gesten, so wie ich bin die Kluge oder ich traue mich nicht ganz. Und dann habe ich eigentlich so ungefähr 120 solche Küken habe ich dann fotografiert und habe nochmal eine Selektion gemacht. Denn eigentlich war es so, das waren männliche, unbrauchbare Küken, selektiert, wie sagt man selektiert, ja? Mit Gas vergast. So. Kannst du auch ausgewählt sagen, aber ich glaube, ja. Selektiert passt hier besser. Das ja, genau. Und ich habe sie eigentlich dann nochmal ausgewählt und habe dann Gruppen gemacht. Die sich schämen und die sich freuen und so ungefähr 10 solche Gruppen. Dies ist ein Löffel, den ich von einer weiten Verwandten von meiner Mutter bekommen habe. Dieser Löffel hat ihre Mutter im
Zweiten Weltkrieg gedient. Und das ist ein Löffel aus Blech. Er ist hier etwas zerbrochen. Und man sieht, dass sie ist rechtshändig, weil er ist links hier ganz, wie heißt das? So als ob man die ganze gebogen? Zeit... Ja, als ob man die gerundet. Ganze, ja, so mehr gerundet hier. Mhm. So wie verbraucht. Und das hat mich einfach auf diese Idee gebracht, dass ich unbedingt mit diesem Löffel etwas arbeiten muss. Und etwas, das mit Essen zu tun hat. Und das ist eigentlich ein Küken, das meine Schwester gefunden hat auf der Straße. Ist kein Küken, wie sagt man, ein kleiner Vogel einfach. Und das sind Miniaturen, die ich in München kaufe und auch sammle. Und dann hat wenigstens dieses Küken einen Freund. Diese, sehr viel habe ich mit Mäusen gemacht, da man auch die Juden oft mit Mäuse vergleicht hat. Das ist alles ohne Photoshop, ja, das sind alles ist so gestellt. Das ist ein kleiner Schmetterling. Ich wollte eigentlich jetzt die ganz kleinen Opfer, die Fliegen, die Kakerlaken, die man eigentlich gar nicht ansehen möchte, wo man eigentlich sie zertretet und sich dabei gar nichts denkt, die wollte ich zeigen. Ich wollte denen Zuneigung geben und vielleicht so eine gewisse Zuneigung, die mir auch gefehlt hat als Kind. Diese Pralinen, die so wie ein Schmuckstück sind, die Mäuse, die ich als Kinder verkleidet habe oder als Frauen, so eingebettet. Und das sind so die letzten Arbeiten. Diese Arbeit nenne ich Mutter. Das sind alles die Schuhe von meiner Mutter. Ich habe das in einem Keller fotografiert. Und eigentlich diese Zeit in dem Keller war so wie in einem Brutkasten, wo immer etwas Neues geboren wurde. Und in diesem Keller brachte ich Licht und war alleine stundenlang. Und immer ist dort was Neues geboren worden. Das sind solche, wie sagt man, das ist Geld, was früher eine Braut bekommen hat, um zu heiraten.
meine Schwester. Dieser ganze Boden ist aus Büchern gemacht. Die Enzyklopädie, die die Leute heute auf die Straße stellen oder rausschmeißen. Und hier ist nochmal ein Bild, das ich von früher, das ich vorher gezeigt habe, die zwei Gänse. Das ist ein Kuss mit einer kleinen Gans, die ich auf der Straße gefunden habe, aus Plastik. Das ist alles in Wasser gelegt. Ich habe das ganze Zimmer überschwemmt. Mit Fotogrammen von Blättern. Das ist Pessach. Alles mit Matzes ausgelegt. So. Wenigstens ein schönes Bild mit Blumen kriegt ihr auch. Damit es nicht so traurig wird. So. Wenn ich habe eigentlich alles gesagt. Im Großen könnte man sagen, dass jedes Bild ist so wie ein erweitertes Selbstporträt. Vielen Dank, Pessi. Bitte. Ich glaube, es war schon eine Frage von Vater. Die hat gefragt, woher bekommst du die Ideen für deine Bilder? Aber ich weiß nicht, an wen die Frage ging. Ich nehme an Pessi. Könntest du das nochmal klären? Ich gucke mal in den Chat, woher bekommen sie ihre Bilder und Ideen? Aber ich weiß nicht, an wen das gerichtet ist. Vater, könntest du nochmal sagen, an wen du die Frage richtest? Pessi, dann antworte du, woher bekommst du die Bilder? Oder ja, du oder Conny? Ah, Emma, das ist ganz einfach. Wer fragt mich? Jemand, die heißt Vater. Ja, okay. Also wenn ich meine Mutter ausleihe, dann hat sie auch solche Ideen. Okay. Und Conny, du, falls die Frage an dich ging? Wie man ja vorher schon gesehen hat, ich beschäftige mich einfach total viel mit Bildern, die es bereits gibt. Und was dann aber, wie die dann eben neu zusammengesetzt werden, das ist eben eigentlich der schöne Moment, wo ich dann selber nicht genau sagen kann, wie das passiert. Ne? Aber ich interessiere mich eben sehr, sehr für natürlich auch groteske Bilder. Also insofern habe ich einen ganz, ganz großen Fundus, nicht an richtigen Sammlungen, sondern an Bildsammlungen. Okay. Pessi, kannst du den Bildschirm wieder freigeben? Ja, natürlich. Und dann werde ich versuchen, noch ein letzter Versuch, die Ausstellung hochzuladen. Der Titel der Ausstellung ist The Right to Bear Arms, in jeder Hinsicht, auch vielleicht ironisch gemeint. Und es endet eben mit der Installation Performance von Yael Bartana, Bury Our Weapons. Und die Ausstellung zeigt eben Arbeiten ganz unterschiedlicher Medien von Männern und Frauen. Und greift auch unterschiedliche Themen auf. Also es ist ein Spiel mit der Waffe. Zunächst einmal werden die Waffen angeeignet, eignen sich Frauen diese Männerwelt an, die Welt des Krieges, die Welt der Herrschaft, die Welt der Macht durch
zerbrechliche Materialien wie Styropor, dieser Panzer, Merkava-Panzer von Dina Shenav ist aus Styropor gefertigt, oder durch traditionelle Frauenarbeiten, sagen wir mal Sticken oder Kinderbetreuung, da ist dieses Gewehr als Pacifier, auch noch das Wortspiel, also als Nuckelhalter und Pacifier. Oder auch als Modeaccessoire. Also dadurch wird diese ganze Welt sich erstmal angeeignet. Und dann gibt es auch das Spiel mit der Gefahr, Spiel mit der Erotik, mit der Angst oder auch die Waffe als Verteidigung. Oftmals wurde das Beispiel der Jesiden aufgegriffen und der Kurdinnen, das hat die Meitu Pere gemacht mit der Installation und auch die israelische Künstlerin Mendes Folor. Und auch als Symbol der Entfremdung der Postmoderne, wie in ganz Arbeiten von ganz jungen Künstlern wie Lydia Blake, die deutsche Künstlerin, und Shira Gläsermann auf israelischer Seite. Es sind also auch chinesische Arbeiten dabei, eigentlich aus vielen Teilen der Welt. Okay, das war eigentlich als Teaser gedacht. Jetzt kam es zum Ende. Und das Ganze fing eigentlich an mit dem Bild von Shahat Sarik. Da hatte ich die Idee für diese Ausstellung bekommen, weil das Bild mich aus irgendeinem Grunde, der mir nicht klar war, so sehr ansprach. Das war das Mädchen, barfüßige Mädchen, das auf den Patronenhülsen stand, mit dem Maschinengewehr in der Hand und vor dem Hintergrund zerstörter Häuser, Fassaden, Straßenzüge, die Beirut, Gaza, Syrien sein können. Ja, und damit fing diese ganze Ausstellung an und die Beschäftigung mit dem Thema Gewalt. Ja, und jetzt habe ich eure beiden Präsentationen gehört und die Arbeiten gesehen, die eigentlich nicht gegenteiliger sein können, glaube ich. Pessi, du hast mit sehr viel Mitgefühl mit Tieren, mit Erbarmen, mit selbst praktisch den Blick nach unten und den Hals hinstrecken gearbeitet, während Cornelia, du eigentlich assertiver gewesen bist und deinen Platz als Frau gefordert hast eigentlich, oder sehe ich das falsch? Also bei mir, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, das hat damit angefangen, dass ich eben in der Malerei auch wirklich anfing, diese Riesenformate zu wählen am Anfang, was ich ja in meiner Zeichnung immer noch mache, aber da hat sich die Technik verändert. Aber dieses Format war ja auch schon einfach dieses Postulat, dass ich eben genau diesen Platz will. Also dass ich eben da, dass ich da letztlich auch mitspielen will. Insofern glaube ich, liegst du da schon sehr, sehr richtig. Okay, und Pessi, warum hast du die Position des Halshinstreckens? Also mit den Tieren verstehe ich, obwohl diese Arbeit auch immer missverstanden wird, muss ich sagen. Ich habe sie das erste Mal gesehen. Deine anderen Arbeiten kannte ich schon lange. Aber die Tierarbeiten, die Fotografien, die habe ich das erste Mal gesehen im Academic College in Jaffo. Da gibt es einen Kurs, die Wahl des Kuratoren. Und da sind unterschiedliche Kuratoren und Kuratorinnen, die immer einen Künstler vorstellen. Und Smadar Shefi hat dich vorgestellt, hat alle deine Arbeiten gezeigt, aber diese Tierarbeiten hat sie ausgeklammert. Und meiner Meinung nach, weil sie sie völlig, und sie hat auch gesagt, es gibt noch andere Arbeiten, aber mit denen kann sie wenig anfangen. Oder vor denen schreckt sie zurück. Und ich glaube, sie hat sie völlig missverstanden. Ich habe sie jetzt auch das erste Mal verstanden. Sie schreckt davor zurück. Und die meisten schrecken davor zurück. Heute nehme ich das auch vergnügt an. Das ist mir egal. Ich mache, was ich machen muss. Und
ich gebe den Tieren vielleicht etwas weiter, was ich einmal bekommen wollte, eventuell. Ich bin sehr hellhörig für leidende Wesen oder Menschen. Entweder bin ich so geboren oder so gemacht worden. Das kann ich gut verstehen, das bin ich auch. Ich kann auch die Pferdewagen in Tel Aviv, die es früher noch gab, mit den alten Sachen, die konnte ich nie sehen, ohne dass es mir irgendwo die, was bei Pessis arbeiten, sehe ich ein Puppentheater, sagt Bel Shafir. Ja, das ist so, kann man auch sagen, ja. Nein, nicht. Doch, warum nicht? Doch. Mhm. Gut, also ich kann das auch verstehen. Du bist, kann man sagen, dass du sehr in der Frauenrolle verbleibst? Oder warum reagierst du nicht, forderst du nicht? Warum beugst du den Kopf in deinen Arbeiten? Oder? Es gibt so Sachen, die ich glaube, ein ganzes Leben lang dauern, um sich davon frei zu machen. Von verschiedenen Sachen, die man als Kinder erlebt hat. Und ja, das Fotografieren bei mir ist so wie ein Äquivalent einfach. Was ich mache, das hat mehr mit dem Gefühl zu tun, mit dem Herzen zu tun. Und ich weiß nicht. Ich glaube, den gemeinsamen Punkt, den ich bei euch sehe, irgendwo ist auch die Beschäftigung mit der Vergangenheit. Pessi, du aus der ganz, ganz persönlichen Perspektive und Conny, du auch aus einer persönlichen Perspektive, aber du siehst es mehr vielleicht ein bisschen distanzierter. Also, und ich glaube, du hast auch mit Bel Shafir, die sich ja eben gerade geäußert hat, an diesem Thema gearbeitet, zum Thema, wie hieß es, Heimat oder wie habt ihr es genannt? Nein, es war Erinnerung. Also das war eine Ausstellung zur Erinnerung, wo wir eingeladen waren im Museum in Prag. Jetzt, ich muss aber ganz klein bisschen widersprechen, Antje, oder ich möchte ein bisschen widersprechen. Gerne. Weil ich finde, vielleicht sehe ich ja nur bestimmte Sachen, aber zum Beispiel das, was ich ja bei diesem Tierstillleben vorher gesehen habe, dieses eigentlich, dass du wirklich erst auf den zweiten Blick siehst, dass da etwas passiert, was unglaublich unheimlich ist. Und auf diesen ersten Blick hast du dieses unglaublich schöne Dekor. Das ist ja auch eins der Sachen, man ist ja auch mal so ein bisschen egoistisch, glaube ich. Ich glaube, die Leute sehen erst das Unheimliche und dann kommt man, ich sehe jetzt erst im zweiten Blick das Erbarmen und das Mitgefühl. Ja, aber das Ornament erstmal, dass du eigentlich auf den, finde ich nicht, du auf den ersten Blick guckst du erstmal drauf und es hat dieses Ornamentale, also was unglaublich schön ist. Also mir geht das so und das ist ja etwas, was ich in meinen Arbeiten auch immer verwende oder glaube, dass es da ist, dass du auf den ersten Blick gar nicht eigentlich siehst, was da alles an Grauen und Fürchterlichem passiert und dann erst auf den zweiten Blick siehst du das und auch dieses, also ich glaube einfach, Pessi, du gehst viel gefühlsgemäßer an die Sachen ran als ich. Ich bin vielleicht konzeptueller und mit einem Schritt mehr Abstand und mit mehr Ironie. Aber von der Kraft her, deine Arbeiten sind auch so stark und so eigenwillig, dass du halt, du siehst halt die Kraft einfach letztlich über diese Dauer auch des Arbeitens und des Machens. Also ich glaube, so eine weibliche Position wäre ja dann vielleicht eher, wenn man sagt, okay, gut, du passt dich an oder du beugst dich dem Druck und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Es gibt einfach eine andere Form von sich durchsetzen. Das ist vielleicht ein elastischeres sich durchsetzen und nicht so ein lautes und ich hau mit der Pauke drauf durchsetzen, aber es ist ja trotzdem da. Also insofern sehe ich eben auch mit dieser Beschäftigung mit
Gewalt, eben dieser Gewalt, die auch so unterschwellig da ist. Also auch wenn du das gar nicht mehr siehst, ne, dass ja eben dieses Aufsortieren der Tiere ja erst dann passieren kann, weil sie bereits tot sind, weil sie eben in einen Umstand, also aus Umständen, die einfach gewalttätig waren, kamen sie ja in diese, überhaupt erst dazu, dass du mit ihnen gearbeitet hast. Und das ist ja was, wo ich zumindest auch bestimmte Schnittstellen sehe. Ja. Wir sprechen also jetzt über am einen Tag vor dem Frauentag, Internationalen Frauentag, und das ist auch gut so, glaube ich, weil morgen sind so viele Vorträge, so viele interessante Veranstaltungen, dass wir da, glaube ich, untergegangen wären in den ganzen Veranstaltungen. Und ich glaube, das Thema, das zentrale Thema wird oder ist, zumindest hier in Israel, jetzt ist auch vor dem Gerichtshof hier, Bezirksgericht in Tel Aviv, ist gerade im Moment eine Installation von Frauen, die in Särgen liegen, aufgrund der zu nachsichtigen Verfolgung durch das Gericht von Sexualtätern, häuslicher Gewalt. Ich glaube, das ist das Thema eigentlich hier in Israel zumindest, dass Frauen Frauentages oder das Aktuelle, was auch die Corona-Situation noch verschärft hat, also die Situation von Frauen und die häusliche Gewalt. Conny, dass du hast auch oft Bilder, die an Pornografie erinnern oder entlehnst die, und es geht mehr so, oder ich habe es zumindest gesehen, dass es so in die Richtung Sadomaso geht. Wie siehst du das mit feministischer Sicht? Wie bringst du das in Einklang? Was mich an der ganzen Themenstellung interessiert, also ich hatte es vorher so ein bisschen versucht anklingen zu lassen, ist... Ja, du hast das Sexuelle überhaupt als Schlüssel im Grunde betont. Den ja, Körper. Den Körper, aber eben genau. Auch, dass eben dieses Verbot, also nicht das Verbot der Darstellung, aber diese Frage, dass wir mit Gewalt so viel weniger Probleme oft zu haben scheinen als eigentlich mit der Darstellung von Sexualität. Und dass die Darstellung von Sexualität, wenn sie von Frauenseite kommt und eben, also wir sie uns aneignen, dann wird sie, habe ich das Gefühl, eben doppelt oft problematisch. Sadomaso interessiert mich insofern, da mich eben dieses ganze, sagen wir mal, Gender-Bender interessiert. Also wie können wir mit performativ mit unseren Rollen umgehen? Also wie können wir selbst unsere Rollen aneignen und sie dahin letztlich bewegen, sodass sie uns besser passen? Und das ist eigentlich eher diese Frage. Aber trotzdem ist ein Bereich, der mich auch bei SM interessiert, ist natürlich dann auch wieder der Herrschaftsgewalt. Also der eben, wer ist denn wirklich, wie ist denn diese Aufteilung? Kann man diese Aufteilung tatsächlich umdrehen? Kann man sie über das Spiel letztlich aufheben? Das ist ja etwas, was immer wieder auch von Seiten, sage ich mal, eines eher linken SM-Diskurses behauptet wird, dass man eben über dieses Spiel letztlich dann die tatsächlichen Gewaltsituationen aufheben kann. Aber ist es das so? Also können wir sie über SM, können wir sie über Karneval aufheben oder verstärken wir sie eigentlich nicht auf Dauer so? Also nützt es was, das über die Rollenspiele zu ändern, oder müssen wir nicht ganz grundlegend diese zugrunde liegenden Gewalt- oder Machtstrukturen einfach aufheben? Also in diesem Sinne verwende ich das meiner Meinung nach. Mhm. Pessi, beschäftigt dich das auch, die ganze Genderfrage in deinen Arbeiten? Natürlich. Natürlich. Ich rede ja auch mit Sachen, die ich habe darüber erzählt, wegen Körpersprache. Auch bei den Tieren. Es ist interessant, dass die meiste Körpersprache zum Beispiel tut man als Frauenkörper interpretieren. Sozusagen, als ob die Frau viel mehr Körpersprache hätte als der Mann. Dass man vielleicht, dass sie also äußerlich, dass man sie vielleicht besser ablesen könnte.
Also das kommt schon in meinen Arbeiten vor und es ist auch sehr, sehr gewollt sozusagen. Ich habe auch mit meiner Tochter sehr viel gearbeitet. Und einigen Jahren ist schon alles sehr, sehr bewusst geworden. Nur die ersten Jahre waren sehr intuitiv. Ja. Wenn ihr jetzt, ihr pendelt, oder Pessi, ja, du auch, und Conny, du pendelst eigentlich auch hin und her, wenn ihr jetzt so Entwicklungen seht oder vergleicht, was sich jetzt in der deutschen Kunst abspielt, in der Fotografie oder in der Kunst im Vergleich zu Israel, seht ihr da gravierende Unterschiede? Aber das ist halt etwas, was für mich spannend sind eigentlich, ich würde mal sagen, auf einer bestimmten Ebene sehe ich kaum Unterschiede. Aber auf einer lokaleren Ebene, da finde ich, wo es anfängt, für mich wirklich wahnsinnig interessant zu werden, wo ich einfach sagen würde, etwas, was mir wahnsinnig auffällt und auch viel mit dem Körper, der Beschäftigung mit dem Körper zu tun hat, ist Religiosität und Kunst in Israel. Also dieses, weil einfach Religiosität ein Thema ist, was in Deutschland eigentlich kaum in der Gesellschaft vorhanden ist und zumindest kaum in der Kunst eigentlich nicht thematisiert wird. Wenn ich mir aber angucke, so in Israel hast du ja zum Teil einfach über die palästinensisch-israelischen Künstlerinnen, die eben dann aus einem familiären oder gesellschaftlichen Hintergrund kommen, wo einfach Religion präsenter ist, aber dann eben auch von einer ganzen Reihe von Frauen, die ich kenne, die aus ultraorthodoxen Background haben und in die Kunst gehen und eben diese ganze Thema der Religion und wie sich Religion auf das Leben der Frauen auswirkt, so viel mehr präsenter ist in Israel, als ich das je in Deutschland erlebt habe. Und das finde ich, also ist für mich halt einfach unglaublich spannend zu sehen. Und du, Pessi, was fällt dir auf, wenn du so einen Vergleich machst? Ich weiß nicht genau, was in den letzten Jahren so, also die, ich kann es nicht genau sagen. Das ist interessant, weil es mich eigentlich gar nicht so beschäftigt hatte in den letzten Jahren, was jetzt in Deutschland gerade gemacht wird. Ich bin mehr so orientiert mit... Dann sag, was passiert zurzeit in Israel in der Fotografie oder bei Fotografinnen? Heute in Israel, schon seit Jahren eigentlich, nicht nur in Israel, tut man eigentlich wieder das Medium selbst erforschen und ist sehr konzeptuell zum Beispiel in der Fotografie. Okay. Und wenn wir jetzt über Gewalt sprechen oder so, meinst du die Armee, die politische Lage, kommt das nicht in der Kunst zum Ausdruck? Conny hat die Religion als ein Merkmal genannt. Da würde ich auch nochmal nachhaken, aber ich sehe, dass wir gar keine Zeit mehr haben, weil eigentlich das Bilderverbot herrscht und die richtig Religiösen eigentlich gar keine Kunst machen können. Pessi hat ja auch noch andere Arbeiten über Mehr Sharim. Dein Bruder ist ja ultraorthodox und du hast auch da eine ganze Reihe gemacht eigentlich, versteckte Fotografien. Ja. Also meinst du, die Armee kommt hier gar nicht, hat gar keinen Einfluss? Der Armeedienst kommt nicht mit hinein in die Kunst? Es gibt schon solche, die das mit hineinnehmen. Aber ich glaube, alle haben schon die Nase voll davon. Es gab schon einige, die wirklich damit gearbeitet haben. Aber es ist heute nicht mehr so sehr... Das ist nicht mehr das. Nein. Man ja, ist und jetzt, müde geworden. Bitte? Man ist es müde geworden, wie man sagt, oder? Ja. Der Konflikt ist schon so lange und
einfach immer damit weiterzuarbeiten. Man sucht doch andere Sachen. Okay, weil Yael Bartanah arbeitet noch mit den Waffen, aber auf eine andere Art und Weise, also mit einer ganz klaren Aussage eigentlich auch. Okay, dann sind wir schon leider am Ende. Ich wollte euch eigentlich noch fragen über die Rolle von Frauen allgemein in der Kunst, also über Frau, Künstlerinnen, weil die riesengroßen Künstler, also was, oder Kunstmarkt eigentlich auch, die großen Galerien, Galeristen, das sind immer noch hauptsächlich Männer, oder seht ihr da schon einen Umschwung? So, es gibt ein paar Veränderungen schon, aber ich sehe gerade bei uns ist jemand im Zuschauerraum mit dabei, Rachel Kohn, mit der, also die hat organisiert für morgen eine Performance-Demo und hat dazu auch die ganzen Zahlen gesammelt jetzt innerhalb schon der letzten Woche und auch weiter. Es wird jeden Tag auch auf Instagram so eine Zahl gepostet. Und das ist einfach ganz klar. Also ich meine, ab dem Moment, wo richtig viel Geld zu holen ist oder wo richtig viel Ehre und Ruhm zu holen ist, da ist dann plötzlich die Anzahl... Genau, da ist die Anzahl der Frauen dann plötzlich bei einem Drittel, wenn es gut geht, oder einem Viertel. Und nur da, wo eben quasi das Niveau so ein bisschen niedriger ist, also in Berlin zum Beispiel, in den kommunalen Galerien, die sind komplett egalitär. Aber das ist einfach der Bereich, wo es wenig Sichtbarkeit gibt und wenig Geld vorhanden ist. Und ab dem Moment, wo das dann um Häuser geht, die eben bekannter, renommierter sind, da verliert sich das dann plötzlich. Und da ist man eben wirklich schon seit Jahrzehnten, kommt man immer wieder dazu, dass man feststellt, nein, es geht kaum über die 30% hinaus. Ne? Also egalitär ist das nicht im Entferntesten. Ja, und das sind Künstler, also wenn ich da jetzt an Jeff Koons denke und Damien Hirst, die sind meiner Meinung nach absolut gehypt und auch wieder von Männern. Aber okay, das ist vielleicht eine andere Frage. Und Pessi hier, wie ist es hier in Israel? Besser? Unter den Fotografen, Fotografinnen? Es gibt heute sehr viele Künstlerinnen eigentlich. Ich glaube, schon, die Frauen boxen sich schon durch. Es gibt heute die neue Direktorin im Ramadan-Museum zum Beispiel. Das ist eine Frau. Auch Herzlia. Ja. Herzlia auch, ja. Also, irgendwann, also... Ich glaube schon, dass es hier, also in Sachen von Kunst und auch in Museen, auch in Galerien, so doch ziemlich viele Frauen sind, auch Kuratorinnen. Schon, ich glaube, es hat sich was geändert. Aber was Conny gesagt hat, also der Kunstmarkt oder die hohen Preise, das wird wirklich noch auch hier in Israel von Männern dominiert, glaube ich. Das ist ganz klar. Und nicht nur von Männern, es gibt nur gewisse Leute, die man ankauft und die also weniger in den Galerien, sondern mehr in solchen, wie heißt das? Auktionen? Auktionen, ja. Ja, aber das ist so interessant, ist es gar nicht, diese Sache. Okay. Also dann, schade, es ist sehr, sehr schnell vorbeigegangen, die Zeit. Und jetzt kommen wir schon zum Ende. Ich glaube, Marietta wollte zum Schluss noch eine Ankündigung für die nächste Veranstaltung machen. Ja, genau. Also erstmal möchte ich allen Beteiligten nochmal ganz herzlich danken. Und ich bin also sehr froh, dass ich zum Frauentag drei Frauen, und zwar drei Powerfrauen, gewinnen konnte. Und wir wollen ja positiv in die Zukunft sehen, dass sich das mit den Künstlerinnen dann auch weiter verbreitet und mit den Kuratorinnen und so weiter.